Hallo und herzlich willkommen bei Queerlit, einer Videoreihe des Literaturhauses Bremen. Mein Name ist Sascha Salzmann und mein heutiger Gast ist Tomasz Szydłowski. Hallo Tomasz. Hallo Sascha. Tomasz Szydłowski studierte Jura in Cambridge und an der Université de Paris. Nach Jahren in Großbritannien und Polen lebt er nun bei Paris. Tomasz 2020 bei Hoffmann und Kamp erschienenes Debüt Im Wasser sind wir schwerelos wurde vom Guardian zum einen der Bücher des Jahres gewählt, was ich bestätigen kann, auch einer meiner Bücher des Jahres. Im Wasser sind wir schwerelos, im Original Swimming in the Dark. Es ist die Geschichte von Ludwig und Janusz in Polen der 80er Jahre. Die beiden Männer lernen sich bei der Ernte kennen und lieben. Sie kehren danach nach Warschau zurück und begreifen, dass ihre Vorstellungen vom Leben konträr sind. Ludwig will ein ehrliches Leben, was in dem Fall bedeutet, ein systemnichtkonformes Leben. Und er will unbedingt mit Janusz zusammen sein, während Janusz davon überzeugt ist, mit allen Mitteln in einer von Korruption und Restriktion zerfressenen Gesellschaft es zu schaffen, was natürlich auch bedeutet, zu verleugnen, wer er ist. Tomasz, du sagst es selber in einem Interview, was ich sehr eindrucksvoll fand, das ist ein Buch über die erste Liebe, über Selbstbestimmung und Integrität. Und du sagtest in diesem Interview, es sei eine ganz universelle Geschichte und da bin ich hängen geblieben. Hier ist meine Frage. Ist es nicht so, dass für Menschen, speziell in deinem Buch, in Polen der 80er Jahre, das eben nicht für alle universell dieselbe Frage ist, vor allem wenn deine Sexualität aus der gesellschaftlich akzeptierten Norm fällt, die Frage nach Integrität, die Frage nach Selbstbestimmung? Ja, du hast völlig recht. Und trotzdem würde ich sagen, dass, also ich glaube, weil ich mich nicht aktiv an ein vorheriges Leben jetzt erinnern kann, wo ich nicht queer war, deswegen kann ich nicht direkt von meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch, egal was ihre oder seine Sexualität sein mag, sich die Frage stellen muss, auf welcher Seite oder auf welcher Seite man stehen möchte und für wen und für was für Kräfte man arbeiten möchte. Also in wessen Namen arbeite ich und in welche Richtung möchte ich die Gesellschaft bringen und mein Leben auch. Also ich glaube, das ist so, in welche Richtung gehe ich und bei welchem Fluss möchte ich mitmachen. Und ich glaube, deswegen ist es universell und es ist eigentlich egal, in wen du dich verliebst. Die Frage ist, möchte ich, dass die Gesellschaft so ist, wie sie gerade ist? Und wenn nicht, mit wem möchte ich arbeiten? Und mit was für Werten? Ich glaube, es geht um Werte, ja, und um Wahrheit. Ja, okay. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich eine universelle Frage. Die stellen sich ja queere Autorinnen und nicht-queere Autorinnen weltweit, wahrscheinlich seit wir produzieren. Einer dieser Autoren hängt bei dir hinter dir an der Wand. Ich kann ihn einfach sehen. Ich hoffe, unsere ZuschauerInnen können das auch sehen. James Baldwin, gemalt von, wie heißt die Künstlerin? Marlene Dümmer. James Baldwin und sein Werk, vor allem sein zweiter Roman Giovanni's Zimmer, spielt eine zentrale Rolle in deinem Debütroman, was mich sehr freut. Ich, übrigens ein anderer Kollege aus dieser Videoreihe, Gunther Geltinger, und ich würde sagen, sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten beschreiben die Lektüre von Giovanni's Zimmer als einen existenziellen Moment. Ja. Es ist das queere Buch, es ist das erste queere Buch und es verändert alles, richtig? Und weißt du, was ich interessant finde? Gerade James Baldwin hat sich ja nie zur schwulen Bewegung bekannt. Der hat gesagt, gay is something that I do, not who I am. Und ich habe mich gefragt, wie stehst du dazu? Und redest du von dir als queerer Autor und von deinen Büchern als queere Bücher oder bist du nur Autor und deine Bücher sind einfach Romane? Puh, wow. Das sind mehrere Fragen. Ich schlucke erstmal. Also ich glaube, ich kann mich mit James Baldwin sehr gut identifizieren. Also ich kann es verstehen, sagen wir es so. Und ich sehe es, ich glaube, ich verstehe es bei ihm nicht als Leugnung der queeren Bewegung, sondern ich glaube, es ging bei ihm darum,
er hat auch gesagt, das war ein Interview, glaube ich, das er in den 80er Jahren gegeben hat. Wo er halt meinte, dass er eigentlich nie Teil von großen Bewegungen war und sich nie seine Identität einer Gruppe abgeben wollte. Und das respektiere ich. Und ich glaube, das ist so dieses Außenseiter-Sein. Und ich glaube, wenn du Außenseiter bist und dich so identifizierst, dann möchtest du auch nicht mit anderen Außenseitern eine Gruppe formen. Und das kann ich auch verstehen. Für mich persönlich, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich sehe im Wasser als queeres Buch, wenn man an queere Bücher glaubt oder wenn man diese Kategorie haben möchte und sehen möchte, was ich auch für wichtig finde, auf jeden Fall. Vor allem nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden, wo es diese Kategorie einfach nicht gab, weil es sie nicht geben durfte. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man das auch, dass man die Existenz dieser queeren Literatur überhaupt akzeptiert und auch fordert. Ja, nicht nur akzeptiert, sondern wirklich auch fordern, diesen Status, dass wir existieren. Andererseits möchte ich mir auch einfach die Freiheit lassen, das zu machen und das zu schreiben, was ich möchte und nicht in einer Kategorie, irgendwie wie in so einer Schublade versteckt bleiben oder irgendwie verschlossen bleiben. Zum Beispiel kann ich verraten, dass ich jetzt an einem Buch arbeite, wo ich unbedingt wollte, dass die Personen queer sind und diese Charaktere dann aber sagen, nein, wir sind es aber nicht. Und es war ein totales Problem für mich, weil ich dachte, aber das mache ich, das that's my thing. Und so, ja, aber nee, ich. Von daher merke ich selbst, dass ich mich selbst in diese Kategorie reingetan habe und irgendwie selbst daraus rauskommen muss. Und deswegen respektiere ich auch James Baldwins Einstellung sehr, aber es ist sehr meta, also es ist schon sehr jenseits von dem von den Kategorien, in denen wir leben, und wir sind ja auch sehr in einer Gesellschaft, wo alles sein Label hat und alles ein Hashtag hat, und wenn du keinen Hashtag drauf machen kannst, dann dann ist es problematisch. Also ich glaube, es ist ganz wichtig für jede Person, sich diese Freiheit zu lassen, und dass die ultimative Freiheit ist, ohne diese Labels zu leben. Aber ich glaube, wir müssen uns auch erst ein paar Labels drauf tun und sagen, hey, das bin ich, um dann zu sagen, aber nicht nur. So. Ja, das verstehe ich total, aber suchst du nach queerer Literatur oder suchst du einfach nach Büchern? Also gibt es irgendwie von dir so ein Bedürfnis, bestimmte Bücher mehr zu lesen, oder denkst du, das ist auch keine Kategorie, keine Ahnung, ich gehe in einen Buchladen und ich gehe jetzt nicht auf in die Abteilung queere Bücher? Die sprechen mich sowieso an. Die springen dich an quasi, die kommen zu dir. Ja, total. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Ich war gestern war ich noch in Neapel und ich ging die Straße entlang und dann war das so ein Buchladen und dann sah ich einfach nur so die Vitrine und dann sprang mich halt ein Buch an und das war ein Foto, ein altes Foto von Wilhelm von Glöden. Das war so ein deutscher aristokratischer Fotograf, der ist am Ende des 19. Jahrhunderts nach Sizilien gezogen und hat da diese ganz legendären Fotos das sind so Szenen, die sozusagen die griechische Welt nachahmen. Also ganz viele halbnackte junge Männer und dann war da halt dieses Foto von Wilhelm von Glöden. Und das war ein Buch über Oscar Wilde und wie wichtig für Oscar Wilde Italien war. Also bevor er bekannt wurde, hat er ja natürlich diese Grand Tour gemacht, was ganz viele Leute damals gemacht haben in England. Also jeder Gentleman musste diese Grand Tour nach Italien machen. Und er ist natürlich, also die letzten Jahre hat er auch ganz, ganz viel Zeit dort verbracht. Und dann habe ich angefangen, das so fieberhaft zu lesen. Und da ging es um die Geschichte von Homosexualität am Anfang des 19. Jahrhunderts und dann in der zweiten Hälfte, und dann ging es um die Verhandlungen und wie er ins Gefängnis gekommen ist und wie er behandelt wurde, und dann wurde mir so klar, wow, das ist
das ist auch meine Geschichte. Und ich weiß immer noch nicht genügend drüber. Also das ist so etwas, wo ich mir immer wieder vor Augen halten muss. Und selbst, ich glaube, ich werde so ein lebenslanger Student von Queerheit und queerer Geschichte sein, weil die Gesellschaft es nicht für mich gemacht hat. Weil es in der Schule nie davon, also es, da wurde nie was davon gesagt. Und ich glaube, deswegen ist es so meine Pflicht, diesen Garten und dieses Wissen zu kultivieren. So, wer bin ich eigentlich und wohin gehöre ich? Also das ist auch, glaube ich, so ein, ja, ich glaube, um zu sagen, ich möchte jetzt meine Familie verlassen und mein eigenes Leben, musst du erstmal deine Familie kennen. Und ich glaube, so sehe ich das. Ja. Sehr, sehr schön formuliert. Ich empfinde es, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und ich bin auch so ein bisschen besessen davon, Queerness zu finden in einer Zeit, in der das eben noch nicht als queer gelabelt wurde. Genau. Also bei Ovid mit den Metamorphosen ist vielleicht sehr offensichtlich, aber Shakespeare ist ein queerer Autor gewesen, wenn es denn ein Mann gewesen war. Und das hat uns keiner gesagt in der Schule, ne? Und vielleicht, ich meine, klar, wir wissen von Sappho, aber ich suche schon auch so in der Antike, also in den griechischen Tragödien nach diesen ganzen homosexuellen Konnotationen, und das Zeug ist voll davon. Ja, wenn du es sehen willst, siehst du es. So, und auch in der Bibel denkst du, David und Jonathan gingen aufeinander zu und erkannten sich. Warte mal, war das nicht ein Satz für having sex? Mm-hmm. Also so, weißt du, es ist, ich kenne diese Suche und ich kenne dieses Interesse natürlich. Es gibt aber noch ein anderes Motiv, was sich durch queere Literatur durchzieht, explizit queer ist. Mm-hmm. Und unser großes Vorbild James Baldwin hat ja auch gesagt, sein Roman Giovannis Zimmer handelt von Integrität. Und ich würde aber auch sagen, es handelt von Scham. Richtig. Und ja. Ich habe dieses Motiv in deinem Buch auch wieder gefunden. Absolut. Und findest du, würdest du sagen, das ist so ein blinder Passagier, der immer in unseren Geschichten mitfährt? Ich gerade Gänsehaut. Also, ich weiß nicht, ob es ein blinder Passagier ist. Für mich war es wichtig, diesem blinden Passagier direkt in die Augen zu schauen und ihn zu analysieren und ihn auch zu erkennen und ihm auch eine Identität zu geben. Also es ist ja, wie du sagst, Leitmotiv ist das Wort. Das ist, also im Wasser ist ja, hat die Scham sozusagen eine, also es gibt ein Symbol, was ich benutze und das diese Scham darstellt. Und ich glaube, das ist etwas, was, sagen wir es so, ich höre oft das Kommentar, ach, wieder eine traurige, queere Geschichte. Und, oder ach, das will ich nicht lesen, weil das ist so traurig. Und warum müssen alle queere Geschichten so traurig sein? Und ich verstehe es. Und ich verstehe das wirklich, weil ich liebe glückliche queere Geschichten. Ich habe vor 2 Wochen wieder nach ganz langer Zeit Morris, den Film mit Hugh Grant aus den 80er Jahren geguckt. Also das E.M. Forster, die E.M. Forster Geschichte. Und die glaube ich, die E.M. Forster in den 30er Jahren geschrieben hat. Er hat sich dann geschämt, das zu publizieren. Ich glaube, es kam, ich kann mich irren, ich glaube, es kam erst in den 70er Jahren, also nach seinem Tod, heraus. Und das ist tatsächlich ein Happy Ending im, glaube ich, ja, viktorianischen oder Edwardian England, was total schockierend ist. Ja. Also ich liebe auch Happy Endings, ich finde sie auch sehr wichtig. Aber ich finde, dass wir haben in unserer Geschichte als queere Menschen, auch in unserer sagen wir, genetischen Erinnerungen, also nicht nur in dem, was wir selbst persönlich erlebt haben, sondern was die hunderte Generationen von queeren Menschen vor uns, also auch unsere Vorfahren, möchte ich sagen, also ich komme wieder zu diesem Thema der Familie zurück, was die erlebt haben, ich glaube, diese Verfolgung und die Scham, die daraus kommt, ist so tief in uns verankert, die kriegen wir so in einer Generation nicht raus. Und ich glaube, dass ich glaube, das ist ganz wichtig, sie so ein Licht, ein weißes Licht auf sie zu scheinen und zu sagen, sie ist da und wir werden jetzt nicht so tun, als würde sie nicht geben, weil das ist eine Therapie. So, wir machen jetzt eine Therapie, weil wir sie machen können. Wir sind jetzt Erwachsene und wir können uns um uns selbst kümmern
Wir sind keine Opfer mehr oder wir möchten keine Opfer mehr sein. Wir machen jetzt diese Therapie und da müssen wir uns auch Sachen stellen, die nicht angenehm sind. Und wir werden sie jetzt nicht weg, so tun, als wäre es nicht da oder einfach alles ist gut. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, sie ist immer mit dabei, die Scham. Und die Frage ist nur, wie manifestiert sie sich? Ist sie unterbewusst oder bekommt sie eine richtige Rolle? Und wird sie nicht dämonisiert? Das ist ganz wichtig zu sagen, das ist so schlimm, dich zu schämen. Weil nein, wir sind mit dieser Scham aufgewachsen und sie wurde uns reingeprügelt, ob physisch oder mental oder direkt oder indirekt. Ich glaube, sie ist einfach mit dabei und wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre das was Schlimmes. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine individuelle Therapie anfangen damit, aber auch eine kollektive Therapie mit unseren queeren Brüdern, Schwestern und non-binary relatives, aber auch in der größeren Familie der Menschheit, egal was deine Identität ist. Ich glaube, das ist sowas, da müssen wir alle mit anpacken. Und deswegen ist queere Literatur, wenn man sie so nennen möchte, auch für jeden, genauso wie heteronormative Literatur nicht nur für heterosexuelle Menschen ist. Ja, also ich bin dabei bei der Therapie. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, Teil dieses Kreises zu sein, der sich therapiert. Aber auch, ich glaube auch, es hat ja viel mit Identifikation zu tun, ne? Dass queere Leute immer bereit sind, sich mit heteronormativen Weltvorstellungen zu identifizieren und andersrum. Leute sagen, warum soll ich jetzt eine Schwulengeschichte lesen oder kommt der Lesben vor, was hat das mit mir zu tun? Ja. Aber ich finde, gerade in deinem Roman wäre es eine fatale Verkürzung zu sagen, es ist nur eine Liebesgeschichte. Es ist auch eine Liebesgeschichte, aber du porträtierst auch die Restriktionen in Polen in den 70er und 80er Jahren, weil deine Geschichte fängt ja durchaus vor den 80ern an. Du zeigst den wirklich erbarmungslosen, grausamen Antisemitismus. Du zeigst einfach die Restriktionen, unter denen Menschen gelebt haben. Und Korruption spielt eine große Rolle. Ludwig und Janusz sind einfach diesen Bedingungen der 80er Jahre des Sozialismus unterworfen. Und ich war sehr beeindruckt. Du selber bist in den 80ern geboren. Du hast die Zeit, die du beschreibst, nicht so erlebt, zumindest nicht als Erwachsener. Wie hast du recherchiert? Ich glaube, ich war eigentlich gar nicht so professionell. Das war so eine instinktive Recherche. Das heißt, ich habe gespürt, dass ich dort sein muss. Also es hat mich wirklich sehr, sehr stark nach Polen gezogen. Ich habe als die Idee zu Im Wasser kam, als ich noch damals in London gelebt habe. Aber ich glaube, so nach 2 Wochen, also ganz schnell, bin ich nach Warschau geflogen, weil ich einfach wusste, dass ich da sein muss. Und ich bin ganz viel durch die Stadt gelaufen. Und ich glaube, ich habe so alle meine Sinne irgendwie geöffnet, aber ich glaube auch irgendwie sowas Übersinnliches, also so, dass ich ganz, ich habe so einfach Leute observiert und auch ganz viele ältere Menschen und zu denken so, okay, wer waren diese Leute vor 40 Jahren und was für Leben haben sie gelebt? Und ich habe, wie du selbst vorhin gesagt hast, ich habe halt diese Queerheit überall gesucht und auch gerade so diese Schnipsel gefunden. Und diese Schnipsel habe ich dann so, ja, fast wie so Goldstaub behandelt und habe diesen Goldstaub dann so über Jahre lang, weißt du, hier und da und dann wurde da so ein kleines Säckchen und dann, ja, und dann habe ich das so verstreut über die Jahre. Aber deswegen hat es auch Jahre gedauert. Also es war nicht so, ich gehe jeden Morgen ins Archiv also ich habe dann auch versucht, mit queeren Menschen zu sprechen, aber das hat dann auch gar nicht geklappt. Also dieses ganze so Geschichtsrecherchieren, ja, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt und es kam irgendwie anders. Das heißt, du hast jetzt keine Interviews geführt oder die Interviews führten jetzt nicht dazu, dass du den Stoff generiert hast für den Roman? Nicht wirklich. Ich habe, also ein ganz wichtiger Punkt, Moment war für mich, dass ich einen Freund von meinem Vater wiedergesehen habe. Also das ist eine ganz komische Geschichte und ich kann auch nicht alles erzählen darüber. Aber aber das war ein Freund von meinen Eltern, der
das war, glaube ich, die erste Person, die erste geoutete Person, die ich hier in meinem Leben getroffen habe. Und das war ein Studienfreund von meinem Vater. Und ich habe den, glaube ich, 2 oder 3 Mal in meinem Leben gesehen. Aber als ich angefangen habe, Swimming zu schreiben, war es so ganz klar, dass es aus seiner Perspektive war. Es war ganz komisch, weil das ist eine Person, die ich, ja, ich hab, glaube ich, nie als Erwachsener mit dem gesprochen. Der war aber irgendwo da. Und ich habe ihn dann, als ich das erste Mal, nachdem ich die Idee hatte, als ich dann nach Warschau geflogen bin, habe ich zu meinem Vater gesagt, hast du vielleicht noch seine Nummer? Und dann hat er seine Adresse gefunden. Und dann habe ich mit ihm einen Abend verbracht. Und wir haben gesprochen. Und das hat mir echt viel gegeben. Aber das war auch sehr intensiv. Und ich konnte ihn auch seitdem nicht wiedersehen. Weil es irgendwie nicht das war, was ich gedacht habe. Und er hat auch sehr Janusz, also diese Person von Janusz beeinflusst. Also wer Janusz hätte werden können oder wer Janusz geworden wäre oder geworden ist, nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, die er trifft. Jetzt habe ich Gänsehaut. Ich bin gespannt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen das Buch unbedingt lesen, falls noch nicht geschehen. Und dann werden sie ungefähr wissen, was das für eine Begegnung gewesen war. Leider meine letzte Frage. Wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen. Ich hoffe, das werden wir auch tun. Aber für Queerlit, meine letzte Frage ist, ich finde es total interessant, stilistisch, was du da machst. Dein Roman ist in der Du-Form gehalten. Das ist relativ ungewöhnlich. Und wenn ich darf, sage ich dir, welche Wirkung das auf mich hatte. Ist das okay? Bitte. Ja. Ich hatte das Gefühl, es ist der Brief eines Immigranten nach Hause. Also bereits im Prolog erfahren wir, dass der Protagonist Ludwig, der Ich-Erzähler, Übersee ist, wahrscheinlich in New York, und der lässt seine Jahre in Polen Revue passieren und adressiert seinen Geliebten. Und ich finde das eine enorm starke Setzung. Und jetzt, wo ich das Privileg habe, den Autor fragen zu können, was war die Intention hinter dieser Du-Form und hinter dieser Briefform? Es war ganz klar für mich, dass ich etwas sehr, sehr Intimes wollte. Sehr, sehr intim, weil es eine sehr, sehr intime Geschichte ist. Ich glaube, die Immigrationsdimension war für mich auch ganz wichtig, weil ich selbst ein Produkt der Immigration bin und mich deswegen auch die Identität des Andersseins nicht nur als sexuelle Identität oder als Gender-Identität, sondern auch als nationale Identität interessiert. Und dann die Perspektive. Ich habe ein queeres Buch gelesen, das heißt London Triptych von Jonathan Kemp. Und das habe ich, ja, ich glaube, so nach ein paar Monaten, nachdem ich die Idee für Im Wasser hatte, habe ich das gelesen. Und dieses Buch ist in dieser Form. Es ist als Brief geschrieben von jemandem, der im Gefängnis sitzt und weiß auch noch nicht, warum er im Gefängnis sitzt. Und das findest du dann am Ende heraus. Ich habe dieses Buch gelesen und ich fand das so toll und es hat mich so berührt. Und da dachte ich so, ja, ich glaube, das passt. Und ich brauchte auch, glaube ich, ein paar Momente, um mir dieses Recht zu geben, diese Idee zu adoptieren. Ich glaube, wenn man neu ist beim Schreiben oder überhaupt beim Kreieren, dann denkt man so, okay, das ist jetzt gestohlen. Aber ich finde es ganz wichtig, dann zu sagen, nein, das inspiriert mich und ich finde das sehr schön und ich benutze das in einem anderen Kontext und das hat einfach für mich gepasst. Das ist, glaube ich, so, ja, das ist, glaube ich, das Schöne auch so, dieses scheinbar willkürliche als jemand, der Sachen schafft, als dass du einfach ganz viele Begleiter hast und Stimmen dir von Leuten, die schon vor dir was gemacht haben oder parallel zu dir. Und deswegen war es auch für mich wichtig, dass es in dem Buch auch diese Hommage gibt an James Baldwin, zu sagen, ja, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und ohne ganz viele Menschen wäre das gar nicht möglich. Ich finde, das ist so eine Perspektive, die ich davor auch hatte, bevor mein Buch ausgegeben wurde, dass man als Künstler, vor allem als Schriftsteller, ganz alleine ist. Und dass man halt, man sagt ja auch,
du bist ein Genie. Und das ist ja auch ein Missverständnis, weil ein Genie ist ja ein Geist, der Leute begleitet. Das kommt ja von daher. Und man ist kein Genie, man hat Genies, die einem hinter der Schulter sitzen oder jemanden begleiten. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, ich hab meine Gruppe von Menschen und ich bin offen dafür, dass mir andere Leute helfen. Und ich höre dazu. Und nicht zu sagen, so, das habe ich mir jetzt ausgedacht und das kam zu mir, weil ich so wichtig bin. Obwohl man das auch gerne denken möchte. Ne? Das ist ja auch angenehm. Aber ich glaube, die Wirklichkeit für mich zumindest ist, dass man eigentlich als Schriftsteller fast mehr zuhören muss als sprechen. Was paradox ist. Nein, das ist sehr, sehr schön. Was für ein schönes Schlusswort. Vielleicht ergänze ich noch etwas, was ein Kollege von uns gesagt hat, Nejat Joziri, der meinte, Lesen ist einatmen und Schreiben ist ausatmen. Vielleicht ist das analog zu dem, was du gerade beschrieben hast. Thomas, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist so schade, dass wir jetzt aufhören, aber wir sagen jetzt einfach, wir machen eine Pause und ich freue mich, wenn es weitergeht. Ich freue mich extrem auf dein zweites Buch und auf alle, die kommen. Vielen Dank für deine Teilnahme an Queerlit und bis bald. Tschüss.